figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally... Yeah. Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zu diesen Mysterien. Ihn zur Strecke bringen. Diese Mysterium-Sache ist komisch. Aber wenn da Leute gefangen sind, muss ich hin und versuchen herausfinden, was los ist. Ja, ich hab's einfach wirklich... Fällt mir auch gerade erst jetzt auf. aber gut, ihr habt ja nichts verpasst, wenn ihr den letzten Part bis zu Ende klappt und jetzt diesen anfängt, dann sollte das... Oh Gott, ist das dämlich. Oh Gott, ich weiß ja nicht. Also, das hat mir schon damals nicht gefallen. In Ordnung, Leute. Update zur Gerichtsverhandlung des Jahrhunderts. Die Bürger von New York gegen Norman Osborn. Erinnert ihr euch an den Teufelsatem? Wie Bürgermeister Norman vor ein paar Jahren indirekt für die Vergiftung der Stadt verantwortlich war? Tja, seine Anwälte haben den Einzug der Gerechtigkeit schon wieder ausgebremst. Laut unserer Quelle vor Ort reichen sie lächerliche Anträge zur Verschleppung der Ermittlungen ein. Nichts für ungut, liebe Juristen unter euch. Aber irgendwann muss es mal gesagt werden. Fahrt zur Hölle, Anwälte. Na gut, bis zum nächsten Mal, eine Minute Mal, Leute. 45, okay. Willkommen in meinem Mysterium! Mhm. Ist das Spider-Man? Hilfe! Hilf! Keine Sorge, ich finde dich! Vernichte sie alle! Okay, Miles, denk dran! Alles ist eine Illusion! Sogar dieser Mysterio! Hallo? Diese Illusion ist eine Illusion. Mach dich auf Zauberei gefasst, meine Welt! Wow! Das wirkt gar nicht wie eine Illusion. Wie machen die das? Das habe ich dann geschafft. Nicht lange halten. Interessant. Das war ein Albtraum. Der Albtraum ist vorbei. Du bist jetzt sicher. Nice. Oh, Anzüge. Haben wir wieder frei, Freunde. Achtung, hier. What the fuck? Nein. Ich hab doch noch meine eigenen. Hier. Von Petey. Klassischer Anzug.
So. Den habe ich jetzt komplett drauf. Den hier muss ich einfach üben, 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 bis ich den drauf habe. Hier müssen wir jetzt noch da hinten. Anscheinend habe ich noch Distriktenmarken auch noch bekommen. Finde ich immer sehr gut. Also schon nur für Platin müsstest du eigentlich alle Heldenmarken holen. Und, aber ich wette, das wird nicht das einzige bleiben. Ich bin ein Meister der Illusion. Besieg alle Gegner, 2.15. Wieder mehr. Wieder mehr Gegner. Bleib wo du bist. Ich finde dich. Da draußen bist du vielleicht. 20 in 2 Minuten 15. What the fuck? Eins kannst du mir glauben. Für manche bin ich ein Schurke, egal wo ich bin. Schon wieder den Schrott. Was ist passiert? Hm? Du willst überleben. Du zuerst an mir vorbei. Ich muss Mysterio finden. Ach so, das ist die Schwierigkeit dahinter. Ich bin eine Illusion, aber deine Schmerzen sind echt. Ja gut, jetzt nochmal neu starten. Das wusste ich am Anfang ja nicht. Freunde der Nacht. Bleib wo du bist. Ich finde dich. Da draußen bist du vielleicht ein Held. Schurke. Eins kannst du mir glauben. Für manche bin ich ein Schurke, egal wo ich bin. Ja, noch 5 kommt sofort dieser Wechsel. Was ist passiert? Du willst überleben. Unmöglich! Zurück zu den anderen Schurken! Das hast du gespürt, oder?
Dieser große Typ, der geht mir so hart auf den Sack. Hilf mir doch jemand! Hey! Bleib, wo du bist. Ich finde dich. Da draußen bist du vielleicht ein Held. Schurke. Eins kannst du mir glauben. Für manche bin ich ein Schurke, egal wo ich bin. Ja. Was ist passiert? Du willst über hier. Unmöglich! Zurück zu den anderen Schurken! Nur gewinne nicht mein ganzes Mysterium voll! Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich war so gut. Ja, jetzt mache ich extra weiter, bis ich rausfinde, was ich tun muss. Weil ich sehe ja kein Ausrufzeichen, nichts mehr. Wir haben uns so gut geschlagen und jetzt nur weil... Nee, oder? Gut. Das muss mein Hauptaugenmerk sein. Ich muss zuerst den killen. Bleib, wo du bist. Ich finde dich. Da draußen bist du vielleicht ein Held. Schurke. Eins kannst du mir glauben. Für manche bin ich ein Schurke, egal wo ich bin. Du bist mir nicht mein ganzes Mysterium voll. Mhm. Unmöglich! Zurück zu den anderen Schurken! Wow. Wow. Hilf mir doch jemand! Dann läuft's mal super gut. Bleib, wo du bist. Ich finde weil ich hab den Großen gekillt. Bist du und jetzt, ja.
Eins kannst du mir glauben. Für manche bin ich ein Schurke, egal wo ich bin. Du bitte nicht mein ganzes Mysterium voll. Was ist passiert? Du willst überleben? Unmöglich! Zurück zu den anderen Schurken! Das hast du gespürt, oder? Ausschalten. Aha. Wow. Wir haben es geschafft. Aber ich gebe niemals auf. Ich dachte, ich würde sterben. Du bist jetzt sicher. Aber mach leid. Oh. Ach du Scheiße. Ich habe wohl eine Nachricht. Spider-Man, hier ist Betsy. Quentin und Cole arbeiten sich gerade durch deine sehr hilfreichen Daten. Ja, das finde ich schön. Und ich dachte mir, wenn die Mysterien wieder sicher laufen, wäre es toll, mit Spider-Man dafür zu werben. Natürlich pro bono. Uns geht das Kapital aus und das macht Quentin ziemlich nervös. Okay, ist nur so ein Gedanke. Kein Grund zurückzurufen. Tschüss. Sorry, Betsy. Wir haben eine Regel gegen Spidey-Unterstützung. Vielleicht brauchst du einen neuen Geschäftsplan. Ich bin ein Meister der Illusion. Möge das Mysterium beginnen! Setze Finisher bei Gegnern ein. Was ist los? Hilfe! Hey, wo sind sie hin? Glaubst du, du kannst meine beste Illusion besiegen? Das bezweifle ich. Du kannst andere nicht retten, ohne dich selbst zu retten. Nicht schon wieder. Schon wieder? Was soll das heißen? Hör auf deine Zweifel. Okay. Ganz
gut bisher. Aber triffst du auch, was du nicht siehst? Ja, super. Ich hätte es fast geschafft. Spider-Man? Was ist los? Hilfe! Hey, wo sind sie hin? Glaubst du kannst von den besten Illusionen besiegen? Das bezweifle ich. Ja, das wird nichts. Scheiße! Ich wäre so gut drin gewesen. Ich wäre so scheiße gut drin gewesen. Aber ich habe mich zu oft treffen lassen in der ersten Phase. Was ist los? Hilfe! Und dass man das immer wieder hören muss. Wo sind sie hin? Glaubst du kannst von den besten Illusionen besiegen? Das bezweifle ich. Das hast du gespürt, oder? Na jetzt sowieso. Ja.
ganzes Mysterium rollt. Nee, aber nein. Aber warum? Spider-Man? Was ist los? Ja, ich geb's zu, in der zweiten Phase prügel ich einfach nur noch drauf rein. Wo sind sie hin? Glaubst du, du kannst meine beste Illusion besiegen? Das bezweifle ich. Jetzt mach ich was. Du kannst andere nicht retten, ohne dich selbst zu retten. So. Genau bei 2 Minuten. Wie? Ist es vorbei? Oh mein Gott, danke. Du bist jetzt sicher. Und ich bin weg. Gar keinen Bock mehr auf die Scheiße eigentlich, aber gut. Deswegen kümmern wir uns auch in dieser Folge um den Scheiß und nicht... Was ist das hier? Beste Platzierung ohne Platzierung. Aha. Und ich habe bis jetzt überall Gold geholt, nur hier nicht. Das ist ja... Also bis dato, ne? Es sind immer noch etwa 4 übrig. 1, 2, 3, 4, 5 mit dem hier. Ach du Schande, ey. Was tue ich mir hier an? Ehrlich gesagt, richtig scheiße. Das ist mehr als eine Illusion. Setze Finisher bei Gegnern ein schon wieder. Das wird lustig. Halt, halt, nicht weggehen, warte. Halte durch, ich komme. Ich weiß, dass das eine Illusion ist. Aber es wirkt so echt. Das ist einfach gut zum Trainieren.
Die Zeit ist um! Hä? Ich bitte nicht mein ganzes mit ihr läuft die Zeit davon, Spider-Man! Ja, das glaube ich sogar auch. First try. Ich hätte nicht dran geglaubt, noch so viel Damage. Ist in Sicherheit. Alles gut. Oh Gott. Ich hätte nicht dran geglaubt, noch so viel Damage. Boah. Noch eine Nachricht von Betsy. Hi Spider-Man. Betsy nochmal. Cole ist hier bei mir und... Und du nervst mich damit. Das finde ich nicht schön. Ja, ich mache jetzt das, was du, weil das gerade direkt am nächsten ist. Brandon ist konzentriert bei der Arbeit. Du meinst, er ist seltsam und launisch. Der Typ braucht einen Therapeuten. Tja, ich bin dabei, ihm Hilfe zu suchen. Wir sind alle etwas gestresst. Deshalb wollte ich fragen, ob deine Arbeit an den Mysterien nicht schneller geht. Hä? Je eher das erledigt ist, desto eher hat Brandon seinen genialen Kopf wieder frei. Klingt, als würde Beck das schwer treffen. Er tut mir leid. Und ich bin schon schnell. Ich mach's dir sofort. Schneller geht nicht. Wenn ich mich irgendwo ranziehen kann, geht es ganz schön easy hier. So, also. Was ist es? Lass dich nicht treffen. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Okay. Gerätetechnologie, warte mal, nur großer Gegner auf Küsseentfernung einzuspinnen, schleudert ihn zurück. Okay. Das brauche ich definitiv. Höhenflug. Aha. Und Fertigkeiten. Spider-Sturm. Im Wirkungsbereich. Ah ja.
Was haben wir hier sonst noch? So. So, dann haben wir da eigentlich schon fast alles gemacht. Anzugstechnologie. Bringt zwar jetzt gerade nichts, warte mal, was macht man hier überhaupt? Hört die Gesundheit, dann hier, dann... Ja, da ich eher der Netzschießer bin, würde ich dann das hier nehmen. Oh Gott, dann hast du ja schnell nichts mehr. So, dann haben wir hier 4 Stücke, den Schaden um. Dann hier auf 140. Dann haben wir hier jeder. Was ist das? Aha. Den muss ich höher treiben. Durch einen Scan geordnete Gene werden automatisch markiert. Ja, das finde ich ja schön, aber... Ah, das kann ich dann immer switchen. Okay. Dann haben wir hier Fokuserhöhung durch lautlose Takedowns. Ja. Brauchen wir, können wir jetzt gerade nicht. Fügt einen dritten Fokuspunkt hinzu, erhöht die Gelegenheit für Heilung und Finisher. Danke. Dann haben wir hier Heldenmarken. Zeit bevor du kritische Gesundheit angegriffen wirst und gibt dir die Chance zum Ausweichen, kann nur einmal pro Begegnung eingesetzt werden. Aha. Ich mache das jetzt einfach mal so, weil das ist wirklich das A und O, ne? So, dann machen wir hier noch 4 Stück rein, dann hier, das können wir zwar nicht mehr machen, aber das spielt keine Rolle. Jetzt konnte ich einiges upgraden. Jetzt geht der Spaß richtig los. Lass dich nicht treffen, jetzt spinnen die aber komplett. Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Du kannst andere nicht retten, ohne dich selbst zu retten. Hä? Wie ist es gemeint mit lass dich nicht treffen? Du kannst andere nicht retten, ohne dich selbst zu retten. Aha. Eben, ja, null. Es darf mich gar keine Sau treffen. Ich will hier raus! Das ist der Plan. Schau
Ich habe so viel Zeit, wie ich will. Scheiße. Ich will hier raus! Das ist der Plan. Schau in meine Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Oh Gott, das kann eine Weile dauern. Weil besser wird's nicht. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man! Geil. Ich will hier raus! Und ich will, dass du aufhörst, so zu schreien. Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man! Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Ich will hier raus! Ich auch. Wäre sogar. Das ist der Plan. No. Impressed drüber. Hey. Oh Gott im Himmel. Ich will hier raus! Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Gut. Tut mir leid dafür, aber. Ich will hier raus! Das wird eine harte Session. Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Ich krieg zu viel, Nee. Ich krieg zu viel, sagte ich. Und ich weiß nicht, wie ich das am besten handhaben möchte. Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Also, teilweise verstehe ich das echt nicht. Ich will hier raus. Die porten sich, wie es ihnen gefällt, ne? Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Oh Gott. Ich will hier raus. Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Ich verkack's immer. Ich verkack's immer, 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 immer. Aber ich muss den Großen da loswerden. Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Ja.
Scheiße, aber das war nicht schlecht. Also wir fangen wieder normal an. Das ist der Plan. Dann hier, dann hier hoch, dann kriegen wir dem die Scheiße aus dem Leib. Und dann machen wir den da. Na, Scheiße. Irgendwie muss ich es schaffen, den zu isolieren. Weil der stirbt durch nichts, gefühlt. Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Wie der dann lacht, weil es einfach nicht angezeigt wurde früh genug. Und wenn ich schon getroffen bin, nützt es mir auch nichts mehr. Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. So ein Doppelfinisher wäre cool. Ja. Ich bin so ein Honk. Ich bin absolut ein Bastard-Honk. Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Ich bin eine Illusion, aber deine Schmerzen sind echt. Nee. Vom unglaublichen Spider-Man hätte ich mehr erwartet. Hä? Wann hat der mich denn getroffen? Schon dreimal angeblich. Ich will hier raus! Das ist der Plan. Schau in beide Richtungen, bevor du rübergehst, Spider-Man. Ach so. Okay. Der kann sich ja mit Flammen befreien. Da war was. Ah, ich habe den richtigen erwischt mit dem Schläger. Nein! Hey, das ist so unfair, dass er mich noch packen konnte.
Das ist der Plan. Schon weiß ich, wenn bevor du rübergehst, Spider-Man. Gut, ja, und dann immer dieses Gelächter, das ist so lächerlich. Ich will hier raus! Es tut mir leid, ihr könnt nach vorne spulen, wenn es euch nicht interessiert, aber boah, ist das nervig. So. Nee, ich hab doch das nicht gewollt. Ich will hier raus! Das ist der Plan. Schau in meine Richtung, wenn du vorne rübergehst, Spider-Man. Hey, es ist so lächerlich. Es ist mit Abstand das Lächerlichste, was ich je gesehen habe. Wenn ich den sehe, ich muss ihn einfach ausschalten. Das ist sogar noch gefährlicher als der Dicke. Wow. Ich weiß nicht, warum es mich immer wieder erwischt. Eigentlich bräuchte ich ein Suit, wo ich unsterblich bin. Das ist der Plan. Schau in meine Richtung, wenn bevor du rübergehst, Spider-Man. Yes, danke schön. Du kannst die Realität nicht sehen, nur spüren. Du kannst die Realität nicht sehen, nur spüren. Ich hab's geschafft. Oh nein, Kratzer. Das war mehr Glück als Verstand. Ich brauch eine Minute. Nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Du bist sicher.
Ach du Scheiße. Mein Leben ist gefickt. Ach du Scheiße, ich brauche ein neues Leben. Wir machen jetzt kurz das da. Dann haben wir die obere Region so weit abgegrast, außer dieses Hauptding. Da kann ich dann immer noch Let's Go der Hase machen. Oh, Scheiße. Kein Treffer leiden. Wer kommt denn auf so eine Scheißidee? Also... besiege Brecher. Aha, Gold. Aha. Was heißt besiege Brecher? Aha. Hilfe! Muss sie finden. Kämpf um dein Leben. Ich bin eine Illusion, aber deine Schmerzen sind echt. Aber ich muss das nochmal von vorne machen. Weil da hilft mir alles nichts. Muss sie finden. Kämpf um dein Leben. Einsteigen, Spider-Man! Was bloß auf? Wow. Drei Brecher. Hilfe! Muss sie finden. Kämpf um dein Leben, Spider-Man!
nicht retten, ohne dich selbst zu retten. Ja, nee. Ist doch kein einziger irgendwie, ne? Hilfe! Muss sie finden. Kämpf um dein Leben. Einsteigen, Spider-Man! Ich bin eine Illusion, aber deine Schmerzen sind echt. Ah, ich kann den Zug nutzen, das ist natürlich auch eine Idee. Easy. Oh mein Gott, das war schrecklich. Alles gut, es ist vorbei. Zum Glück kann ich die Umgebung nutzen, das ist richtig cool. Betsy hat wieder angerufen. Ja, die Betsy. Die gute alte Betsy. Rufen. Was sie wohl zu sagen hatte? Hallo, Spider-Man. Ich wollte nur sagen, dass Quentin einer gerichtlich überwachten Therapie zugestimmt hat. Um die Zeit nach der Entlassung zu erleichtern. Wird auch Zeit. Cole, zeig bitte Respekt. Er hat viel durchgemacht. Sorry, ich... Ich bin nur froh, dass er sich Hilfe holt, okay? Wie auch immer. Ich soll dir von Quentin ausrichten, dass er vermutlich bald weiß, was los ist. Ah, ja. Also mach einfach weiter so, Spider-Man. Gut für Beck, dass er zur Therapie geht. Wir brauchen alle manchmal Hilfe. Naja, nicht übertreiben. Nicht jeder braucht Hilfe. So. Gott, ich bin so froh, wenn ich das hier durch habe. Danach brauche ich definitiv eine Pause. So. Lass dich nicht treffen. Nicht schon wieder. Fallen erwarten dich! Freunde der Nacht. Ich will hier raus. Hilf! Gott, steh mir bei. Ich arbeite dran. Was? Spider-Man! Niemals raus! Nicht treffen lassen! Dieser Mysterio geht mir auf die Nerven! Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? Hallo! Tschüss. Hör auf! Mysterio ist zurück! Wow. Okay. Erste Runde ist einfach. Ich will hier raus! Hilf! Ich arbeite dran! Beeil dich, Spider-Man! Sonst kommst du hier niemals raus! Nicht treffen lassen!
Dieser Mysterio geht mir auf die Nerven. Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? So. Erste Runde ruhig. Nee! Aber muss ich Mysterio teilweise auch noch eine mitgeben? Das weiß ich halt nicht. Kennt ihr die Stage ich nicht? Ich arbeite dran! Moment. Beeiligst, Spider-Man! Sonst kommst du hier niemals raus! Nicht treffen lassen! Dieser Mysterio geht mir auf die Nerven! Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? Frag mich, was leichter ist. So, zweite Runde. Eben doch, Mysterio ist zurück. Das heißt, ich muss den direkt abschießen. Ich arbeite dran. Beeiligst, Spider-Man. Sonst kommst du hier niemals raus. Nicht treffen lassen. Dieser Mysterio geht mir auf die Nerven. Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? Wie kann man mich treffen? Ich will hier raus! Hilf! Ich arbeite dran! Beeiligst, Spider-Man! Also mein Ziel ist es einfach, mich komplett aufzuboosten, dass ich dann den Schluss nur noch skippen kann, gefühlt. Ne? Zumindest drei Gegner mindestens. Das war so meine Intention. Ich arbeite dran! Beeiligst, Spider-Man! Sonst kommst du hier niemals raus! Nicht treffen lassen! Dieser Mysterio geht mir auf die Nerven! Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? Oh Gott! Ich will hier raus! Hilf! Ich arbeite dran! Beeiligst, Spider-Man! Sonst kommst du hier niemals raus! Nicht treffen lassen! Dieser Mysterio geht mir auf die Nerven! Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? Es hat. Habt ihr das gesehen? Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich will hier raus! Hilf! Das ist so ich dämlich. Arbeite dran! Beeiligst, Spider-Man! Sonst kommst du hier niemals raus! Nicht treffen lassen! Und wenn euch die Wiederholungskacke schon auf den Sack geht, dann fragt mich mal. Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? Also, bei aller Liebe, aber ich will hier raus. Das ist lächerlich. Ich arbeite dran. Beeiligst, Spider-Man. Sonst kommst du hier niemals raus. Nicht treffen lassen. Dieser Mysterio geht mir auf die Nerven.
Beck früher auch so verhalten hat? So. Zurück. Oh Gott. Ich will hier kann raus, ich den Hilf. Finishen? Okay. Dann finish ich ihn doch. Hauptsache ich komme dort weg. Nicht treffen lassen. Dieser Mysterio geht hier auf die Nerven. Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? So, dritte Runde. Hä? Nur Skepsis kann dich retten. Mhm. Okay, mysteriöse Person. Ich merk's mir. Genau. Einfach immer der Wichser. Aber gut, wir haben jetzt wenigstens zwei von drei schon erledigt. Beeil dich, Spider-Man. Sonst kommst du hier niemals raus. Nicht treffen lassen. Dieser Mysterio geht dir auf die Nerven. Ob sich der früher auch so verhalten hat? Hey, was ist da kaputt, ey? Ich will hier raus, hilf! Ich möchte eigentlich dafür kein Scheiß. Ich arbeite Ding dran. Einsetzen. Beeil dich, Spider-Man! Sonst kommst du hier niemals raus! Nicht treffen lassen! Dieser Mysterio geht dir auf die Nerven! Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? So. Das muss fast frame perfect sein. Ja, super. Oh oh, Mysterio ist zurück. Kannst du nicht entkommen? Komm, mach einfach. Hab ja noch einen. Unvorstellbar. Nee. Ich will hier raus. Hilf!
Ich arbeite dran. Beeil dich, Spider-Man. Sonst kommst du hier niemals raus. Nicht treffen lassen. Na, das sagt sich so leicht. Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? Ja, wow. Ich will hier raus. Hilf! Ich arbeite dran. Beeil dich, Spider-Man. Sonst kommst du hier niemals raus. Nicht treffen lassen. Dieser Mysterio geht mir auf die Nerven. Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? Warum? Ich will hier raus. Es war doch so schön. Ich arbeite dran. Beeil dich, Spider-Man. Sonst kommst du hier niemals raus. Nochmal. Concentration. Jetzt brauche ich den Ultrainstinkt. Oh Gott, aber nicht gegen eine ganze Horde, ey. Ich will hier raus. Hilf! Ich arbeite dran. Beeil dich, Spider-Man. Sonst kommst du hier niemals raus. Nicht treffen lassen. Dieser Mysterio geht mir auf die Nerven. Ob sich Beck früher auch so verhalten hat? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber hat auf jeden Fall geklappt. Ich muss Mysterio ausschalten. Nee. Das wäre geschafft. Unglaublich. Du hast überlebt. Danke, Spider-Man. Du bist sicher. Entspann. Ich spiele es jetzt erneut, bis ich das durch habe und dann sehen wir uns. So, meine Freunde, und da sind wir beim letzten von diesen Rätseln. Ich habe jetzt alle hier geschafft, nur so mal am Rande. Das, was wir noch machen mussten, da eben mit kein Damage, das habe ich einfach so lange gemacht, bis ich es konnte. Und hier habe ich es bei 50 Sekunden hingekriegt. Kleiner Randinfo, ich musste da ein bisschen schummeln. Denn eigentlich sollte man das wahrscheinlich erst machen, wenn man durch ist mit dem Spiel. Aber selbst da kommt man, ich bin im Internet nach
gucken gegangen auf YouTube und so weiter. Da steht, es ist so, als wäre es ungewollt. Also, ne, dass die Zeit da eine falsche angegeben ist. Denn der schnellste, also normale Typ, der ohne die Barrierefreiheit gespielt hat, hat es mit 57 Sekunden gerade mal geschafft. Und ich habe hier einfach, bin hier runtergegangen und habe das auf 50 runtergesetzt. Und dann ist es easy. Dann musst du einfach nur genügend Flächenmoves machen, damit die Gegner aus dem Ring fliegen und die einzelnen Gegner sonst weghauen und das ist easy. Stöße Gegner ins Nichts. Okay. Irgendwie Schwalen beginnen! Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! Es wird lustig. Ich werde dich befreien! Schwerkraft ist dein Verbündeter. Meine Illusionen sind deine Hass. Sieht aus, als müsste ich sie in die Leere werfen, um es zu fixen. Das ist verrückt! Jemand muss mit diesen Mysterien rumspielen! Nach Bessys letzten Anruf zu urteilen, scheint Beck und seine Leute nah dran zu sein. Mhm. Das hier endet am Anfang. Okay. Was soll das heißen? Der Tod findet dich, wo immer du auch bist. Vom unglaublichen Spider-Man hätte ich mehr gemacht. An den Stockpunkt, wenn ich sie nicht runterwerfe. Es wird so nichts. Ich muss sie da runterwerfen. Ich bin eine Illusion, aber deine Schmerzen sind echt. Oh. Das machen wir noch ein bisschen. Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! Ja, ja. Ich werde dich befreien! Schwerkraft ist dein Verbündeter. Meine Illusionen sind dein Fass. Sieht aus, als müsste ich sie in die Leere werfen, um das zu fixen. Das ist verrückt! Jemand muss mit diesen Mysterien rumspielen! Nach Bessys letztem Anruf zu urteilen, scheint Beck und seine Leute nah dran zu sein. So. Ich komme nicht an den Stockpunkt, wenn ich sie nicht runterwerfe. Es wird so nichts. Ich muss sie da runterwerfen. Hey, ich krieg zu viel, ne? Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen! Ich werde dich befreien! Schwerkraft ist dein Verbündeter. Meine Illusionen sind dein Feind. Sieht aus, als müsste ich sie in die Leere werfen, um es zu fixen. Das ist verrückt! Jemand muss mit diesen Mysterien rumspielen!
Nach Bessys letztem Anruf zu urteilen, scheint Beck und seine Leute nah dran zu sein. So. Ich komme nicht an den Stopppunkt, wenn ich sie nicht runterwerfe. Ich bin eine Illusion. Das wird zu nichts. Ich muss sie da runterwerfen. Geschafft. Was? Dann. Alles gut. Mach langsam. Du hast viel durchgemacht. Okay. So random? Okay. Noch ein Anruf von Betsy. Spider-Man? Cole und ich sind etwas besorgt. Er sagte, er will uns töten. Bitte, Cole, keine Panik. Spider-Man. Quentin hat uns angelogen. Statt zur Therapie ging er woanders hin. Als wir ihn zur Rede gestellt haben, hat er uns bedroht und ist dann gegangen. Hoffentlich muss er sich nur beruhigen. Sagst du Bescheid, wenn du etwas von ihm siehst oder hörst? Danke. Oh, das wird ja immer schlimmer. Okay, aber... Neue Sprachnachricht. Spider-Man, wir müssen uns treffen. Komm nach Coney Island. Wir müssen etwas Dringendes besprechen. Das klingt ja gar nicht nach einer Falle. Hoffentlich hat der Betsy und Cole nicht wehgetan. Was, und das muss ich mit... Ich kann nicht mal... Eigentlich war ja das Peter Parker, ne? Eigentlich. Und da gab's Miles noch gar nicht. Hui, bin ich jetzt schnell. Ja, ich habe Upgrades, ne? Mittlerweile. Wegen dieses scheiß Trainings. Oh, 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 oh. Ah, da wo alles begonnen hat, ne? Okay, wo ist Beck? Willkommen, Spider-Man. Wenn du Betsy und Cole suchst, sie sind nicht mehr unter uns. Sie sind tot? Tu nicht so überrascht! Du wusstest doch, mit wem du es zu tun hast! Was zum... Ah ja. Du armer Irrer. Hm.
Was ist mit dir passiert? Ich dachte, dir geht's um die Zukunft des Entertainments. Ich finde das wahnsinnig unterhaltsam. Die Geschichte, dass deine Mysterien gehackt wurden, war also eine Lüge? Keine Illusion. Voilà. Was? Wie kannst du noch am Leben sein? Komm her und ich zeig's dir. Oh, du willst Fangen spielen? Dann mal los! Warum tust du das, Mann? Du hättest deine Kräfte nutzen können, um der Stadt zu helfen. Ich habe mein Gefallen nie respektiert. So respektiert so dich niemand. Respekt der Welt aus Angst. In meiner Macht werden, wird der Name Mysterio endlich gebührend wertgeschätzt. Nicht mal annähernd. Beck? Kämpf weiter. Zweifle. Weiter. Das ist der einzige Weg, ihn zu besiegen. Warte. Wenn du hier bist und Mysterio da draußen... Wie ist das möglich? Ja! Eine gespaltene Persönlichkeit. Geht sehr gut. Genug davon! Ich erledige dich selbst! Du glaubst wirklich, du kannst mich besiegen? Das ist eine Beleidigung! Alles, was geschehen ist, ist passiert, weil ich wollte, dass es passiert. Jetzt suchst du nur nach Ausreden. Ach, Mysterio. Ich kontrolliere einfach alles. Ich bin ein Gott. Deine Realität ist so, wie ich es will. Jetzt geht's auf. Dann verschone ich dein Leben. Nein, danke. Aufgeben ist nicht so mein Ding. Ja, aufgeben ist nicht so mein Ding. Na schön, du hast also überlegt, das ändert nichts. Ob lebendig oder tot, du entkommst meiner Welt niemals. Ja, ich wäre schon lange draußen, das stimmt. Haha. Netter Versuch. Kluge Spende.
kannst mich gewinnen. Ich bin unendlich. Wenn du tot bist, bringt mir die Stadt endlich den Respekt entgegen, den ich verdiene. Du willst Respekt? Dann hör auf damit! Warum der Segelgleiter nicht funktioniert hat, keine Ahnung. What the fuck? Zeit zu verschwenden. Ihr Sim ist aus. Neu starten. Ich versuch's ja. Es war Quentin. Er hat uns gezwungen. Wo ist er? Hilfe! Hier drin! Oh. Du Lügnerin! Bitte! Hilfe! Ich wusste, du findest mich. Oh Mann. Ich habe noch viele Fragen. Das sollte dir helfen. Dann gehört Mysterio jetzt offiziell zu den Guten? Mysterio wird immer ein Schurke sein. So wie Spider-Man immer ein Held sein wird. Erst wenn man sich die Menschen hinter den Masken ansieht, wird es kompliziert. Nicht zwingend. Aber ich habe schon die Befürchtung, ich weiß, was auf uns zukommt. Wir werden den Jäger nur mit den Superschurken besiegen, die wir jetzt gerade retten. Scorpion konnten wir nicht retten, aber Doomstone und Mysterio schließe großes Finale ab. Nice. Boah, die nervigste Stage ist Geschichte. Was? Moment. Was haben wir da freigeschaltet? Pseudo-Venom.
Oder was? Ja, ehremäßig müssten wir schon fast mal so rumlaufen. So auf Ehrenbasis. Und Peter? Was bist du denn? Zum Fick. Aus welchem Universum kommst du denn? Nice Blauanzug, nicht mal vielleicht. Und Spider-Man, wie ist der Schall- und Rauchanzug? Hä? Wie geil. Hui. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt dafür alle easy geklärt. Hat mir aber keinen Spaß gemacht, das Ding hier. Also muss ich ganz ehrlich sagen, absolut broken. Ja, und im nächsten Part helfen wir mal Mami. Würde ich doch mal sagen. Und mit diesem absolut geilen Helmchen, der Venom übelst ähnlich sieht, sagen wir mal, bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my